Österreicher haben die Ruhe, die Dinge reifen zu lassen. Deshalb ist auch unser Essen so gut. Das Geheimrezept? Nur nicht hudeln. Die meisten Dinge brauchen Zeit, damit sie richtig gut werden können. Die Natur beeilt sich ja auch nicht. Deshalb heißt es nicht Österreichs schnellstes, sondern Österreichs bestes Bier. Gut, besser, gösser. Herzlich willkommen in der Aqualux-Therme Vonsdorf. Auch Sportler nützen diese Naherholungsoase. Ob im komfortablen Saunabereich relaxen oder im 34 Grad Thermalwasser planschen, alles ist möglich. Der eigene Kinderbereich mit Riesenrutsche innen und auch im Außenbereich macht so richtig Spaß. Der integrierte Wellness-Tempel sowie ein umfangreiches Gastronomieangebot macht den Badetag in der Aqualux-Therme Vonsdorf zu einem besonderen Erlebnis. Ja, und noch etwas, achten Sie auf diesen besonderen Hinweis. Besten Geschmack gibt's jetzt auch alkoholfrei. Vollmundig, natürlich trüb. Gösser Naturgold. Echter Biergenuss zu jeder Tageszeit. Juri Nickersdorf ist ein Dienstleistungsunternehmen, das schon über 4 Jahrzehnte im Aufgabenbereich Kanal, Grubendienst, Muldenservice, Hochdruckreinigung mit zahlreichen Spezialfahrzeugen und gut ausgebildeten Mitarbeitern im Einsatz steht. Juri Nickersdorf, da sind Sie in guten Händen. Egal welches Modell von Ford Sie ins Auge fassen, bei Ford, Huber, Kapfenberg sind Sie da schon mal genau richtig. Mein Name ist Franz Hofer, ich bin Verkaufsleiter im Autohaus Huber Kapfenberg und für die Marke Ford zuständig. Besprechen Sie mit ihm Ihre Wünsche, Ihre Vorstellungen. Ford ist eine Idee weiter. Am besten, Sie kommen zu einer unverbindlichen Probefahrt. Dann wissen Sie es, Ford von Huber Kapfenberg. Beim letzten Match der Gebietsliga Würz, das wir für Memmer TV gemacht haben, gab es einen Trefferreigen. 7 Tore beim Spiel Obereich gegen Dragöss, ein 4:3 für Obereich. Und wir haben gesagt, wir machen wieder ein Gebietsliga-Match und sind für Sie beim Spiel bei Schlug gegen Breitenau mit dabei. Breitenau ist Tabellendritter, hat ja noch Titelchancen, aber heute brauchen sie natürlich einen Dreier gegen bei Schlug und bei Schlug spielt um den Abstieg. Wie wird dieses Spiel heute enden? Die Paschluger sind schlecht ins Frühjahr gestartet. Gegen Kindberg 2 gab es eine 5:0 Niederlage. Wie haben die Paschluger diese Klatsche verdaut? Bei Breitenau sind 3 Spieler mit Kreuzbandriss außer Gefecht. Der Frühjahrsauftakt war okay. Da gab es einen 2:1 Auswärtssieg gegen Griedach 2. Beide Teams streben einen Dreier an. Die Matchballspende kommt von der Firma Deibinger aus Kindberg, der Spielleiter Adel Ibrahim aus Mürzzuschlag. Der Adel war ja selbst ein guter Kicker, bringt viel Routine mit. Paschluck spielt in Rot, Breitenau in Weiß-Schwarz. In Minute 5 gibt's gleich Eckball von links für Breitenau. Adi Teusl hebt herein, Michi Guster steigt hoch, macht das 1:0 für Breitenau. Guster wurde da völlig allein gelassen. Aber nun versucht's Paschluck mit langem Ball auf Schober. Schober kommt dann nicht ran an die Kugel. Paschluck legt nach, gute Flanke auf David Weiß. Weiß streift mit Kopf den Ball, die Chance dahin. Nach Paschluck Eckball und kurzer Gästeabwehr trifft Marco Oratsch mit einem Hammer das Lattenkreuz. Pech für die Paschluger. Auf der Gegenseite Eckball Breitenau, lange Flanke und wieder ist Buster zur Stelle mit Kopf. 2:0 für Breitenau stets. Ein Dämpfer für die Schölti-Truppe. So hat man sich das nicht vorgestellt. Paschluck bemüht sich, will den Anschluss. Nata im Gästetor entschärft einen Paschluck-Schuss. Nun wieder Breitenau über Turbo Adi Teusl. Teusl wird von Gruber gestoppt, Freistoß Breitenau. Und bei langem Ball greift der sonst verlässliche Vanicek ins Leere. Ebner nützt den Fehler und stellt auf 3:0 für Breitenau. Knapp vor der Pause versuchen es die Heimischen nochmal, aber es ändert sich nichts mehr. Mit der 3:0 Führung für Breitenau geht's in die Pause. Bitter für Paschluck. 3 Gegentore nach Standardsituationen. Da muss man den Hebel ansetzen.
Ein österreichischer Trainer in der zweiten Bundesliga in Deutschland tätig, feierte gestern seinen Geburtstag. Was für einen Geburtstag? In 48. Peter Stöger. Das ist richtig, der Peter Stöger. Und die Mannschaft, die stellte sich mit einem Geburtstagsgeschenk ein. In welcher Form? Sie hat gegen Union Berlin gewonnen. 2:1 gewonnen. Und jetzt frage ich, wer hat denn die zwei Tore geschossen für Köln? Helmes war das, ja. Genau, der Helmes hat die zwei Tore geschossen. Köln natürlich gut unterwegs. Schaut ja aus, wie wenn Köln wohin kommt? In die erste Bundesliga, deutsche Bundesliga, Aufstieg. So ist es sich, du weißt sehr viel. Und du hast jetzt zwei Thermakarten der Therme Aqua Lux Fonsdorf gewonnen. Gratulation. Dankeschön. Die Breitenauer starten die zweite Hälfte gleich mit Angriff, scheitern aber an paar Schlugtoren. Wir blenden in die 50. Spielminute, da gibt's wieder einen Treffer. Nach Breitenau Flanke befördert Weberhofer den Ball ins Netz. 4:0 Breitenau, Freude bei der Kundeltruppe. Jetzt wird härtemäßig ein Schäuferl zugelegt. Schiri Adel Ibrahim, ein guter Spielleiter. Bei Baschlug läuft nichts rund. Strewinger trifft aus dieser Chance nur das Außennetz. Und mit gutem Torschuss scheitern die Heimischen an Natter. Natter lässt sich heute nicht so leicht bezwingen, ist gut drauf. Wir kommen schon in die Schlussphase. Nun gibt's den großen Auftritt von Adi Deusel. Deusel lässt da einige Baschluger stehen, trippelt sich durch, toller Stanke auf Saracevic, der sagt Danke, schiebt ein zum 5:0 für Breitenau. Und einen Drüberstreuer gibt's auch noch. Saracevic macht seinen zweiten Treffer in 2 Minuten, setzt den Endstand zum 6:0-Sieg für Breitenau. Die Breitenauer feiern, die Baschluger sind enttäuscht. Didi Schöckl muss seine Burschen aufrichten. So viel hat man sich vorgenommen, dann geht alles in die Hose. 11 Gegentore eingefangen in den 2 Frühjahrsauftaktpartien. Aber da muss man durch, die Stimmen zum Match. Ja, gratuliere. Breitenau hat ein paar Schlug 6:0 gewonnen. Das ist sicher ein Kantersieg. Hast du mit diesem Ergebnis gerechnet? Ja, wenn ich ehrlich bin, mit einer 6:0 rechnet man selten, gell, wenn man auswärts spielt, vor allem. Aber ich glaube, auch in dieser Höhe verdient. Waren die aktivere Mannschaft, die technisch bessere Mannschaft. Ein kleiner Platz, da muss man davon ausgehen, dass viele Tore fallen. Wir haben es Gott sei Dank gleich als Standards gemacht, das haben wir trainiert. Ich habe gewusst, dass da viele Eckbälle sind, viele Eckbälle zustande kommen. Und die ersten 2 Tore waren aus Eckbälle und das dritte war aus einer Halbposition auch von einem Freistoß aus. Und da haben wir eigentlich 3:0 nachher geführt. Wenn man 3:0 führt, hat man gewisse Sicherheit. Und der Gegner war ein bisschen verunsichert und das haben wir natürlich nachher da ausgenutzt. Ja. Ja, und mit diesem Sieg lebt natürlich auch die Titelchance und die nächsten 2 Wochen entscheiden. Da hat man die vorderen Gegner, da hat man Kindberg und Phoenix. Das stimmt, ja. Die haben wir beide zu Hause. Ist natürlich eine Riesenaufgabe. Jetzt sind wir wieder dabei, aber wir wissen auch ganz genau, was in den 2 Spielen auf uns zukommt, aber wir haben ein Riesenpech. Wir haben jetzt 4 Leute, die was das Kreuzband angerissen haben und einen mit einem Knöchelbruch. Also wir wissen das auch zu einordnen. Jetzt sind wir halt, die Familie ist ein bisschen kleiner geworden, heißt ein bisschen länger zusammenrücken und dementsprechend werden wir wieder aggressiv auftreten, werden wir schauen, wieder noch dazu zu Hause, dass wir unser Bestes geben und dann werden wir schauen. Die kommen zu uns und dort müssen sie erst einmal gewinnen. Des einen freut, des anderen leid. Ja, der Didi ist natürlich heute ein bisschen zusammengeschlagen nach dieser Niederlage. Ja, ist klar, bei dem Ergebnis von 6:0, da kann man natürlich nicht glücklich und zufrieden sein und mit lächelndem Gesicht durch die Gegend gehen. Aus meiner Sicht ist die Niederlage viel zu hoch ausgefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben vor allem in der ersten Halbzeit die Tore nur Standards gekriegt. Breitenau hat keine einzige Torschuss ausgespielt. Wir haben sicherlich gute Chancen gehabt, einen Querlottenschuss. Leider Gottes ist im Moment das Tor vernagelt. Wir können machen, was wir wollen. Wir treffen den einen. Ich glaube, auch da wird den Knoten lösen. Aber im Moment ist die Situation, das heißt einfach weiterarbeiten.
Du sagst, das Weiterarbeiten ist wichtig, aber natürlich auf die Sache zugehen. Und da ist einmal gefragt, dass die Abwehr wieder einmal einen Halt kriegt. Ja, ist natürlich so. Es ist eigentlich, wenn man das erste Spiel nimmt, war es der Tormann, der die Fehler gemacht hat. Heute war es dreimal der gleiche Spieler in der Viererkette hinten, der nicht zum Ball gegangen ist, der den Gegenspieler laufen hat lassen. Ja, und wenn jetzt mal einer auslässt, ist es halt natürlich schwierig. Ja? Ja, Didi, ich bedanke mich fürs Interview. Es ist ja nicht leicht nach so einer Niederlage, du hast dich gestellt, aber es kommen sicher wieder bessere Zeiten für Paschlag. Ja, bin ich da zuversichtlich und ich hoffe, nächste Woche in Oberreich werden wir dann zuschlagen. Ich werde die Burschen aufrichten und dann passt das nächste Woche. Danke.